Die gruseligste Nacht des Jahres kann kommen, denn ich habe für euch in diesem Video 5 Essensrezepte vorbereitet für eine erfolgreiche Halloween-Party. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Für die gruselige gefüllte Paprika brauchen wir 300 Gramm gehacktes Fleisch gemischt, 50 Gramm Reis, 200 ml passierte Tomaten, eine große Zwiebel klein gehackt, 2 Esslöffel klein gehackte Petersilien, 2 Esslöffel klein gehackte Dille, 2 Zweigen Thymian, 4 Paprikas, 3 Lorbeerenblätter, 3 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Tomatenmark, 1 Teelöffel Paprikapulver, ein wenig Pfeffer und ein wenig Salz. Nachdem ich alle Paprika gewaschen habe, habe ich die Paprika jeder einzelnen geköpft und die Innereien rausgeholt. Danach habe ich ein paar Gesichter in die Paprika geschnitzt. Als nächstes habe ich das Öl in eine Pfanne reingegeben und den Zwiebel angebraten. Nach ca. 5 Minuten ist mein Zwiebel schön glasig und werde den Reis dazugeben, umrühren, jetzt Tomatenmark dazugeben und gut miteinander vermischen. Jetzt werde ich ein bisschen lauwarmes Wasser dazugeben und für ca. 10 Minuten köcheln lassen. In einem großen Schüssel habe ich unsere Mischung von Reis und Zwiebel reingegeben. Danach das Fleisch, Dille, Petersilien, Pfeffer, Paprikapulver und Salz. Jetzt werde ich alle Zutaten gut miteinander vermengen und die Paprika befüllen. Als nächstes habe ich die gefüllte Paprika in einen passenden Topf reingegeben. Dazu noch die passierte Tomaten, Lorbeerenblätter und Thymian. Und schließlich habe ich so viel Wasser eingefüllt, dass die Paprika 3/4 mit Wasser abgedeckt sind und beim 200 Grad vorgeheizten Backofen für ca. 1,5 Stunden. So meine Lieben, meine gefüllte Paprika sind jetzt fertig und schauen gruselig lecker aus. Das nächste Rezept nennen wir gruselige Kartoffelfiguren. Für die gruselige Kartoffelfigur brauchen wir 2 Kartoffeln, eine süße Kartoffel, 3 blaue Kartoffeln, eine Knolle Knoblauch, 2 Zweigen Rosmarin, ein wenig Olivenöl und Salz. Als erstes habe ich mit den blauen Kartoffeln angefangen. Und zwar mit Hilfe eines Messers habe ich mir Kartoffelscheiben runtergeschnitten und daraus Hexenhütchen gemacht. Danach die süße Kartoffel auch mit Hilfe eines Messers. Habe ich mir die Kartoffeln in Scheibe geschnitten und daraus Kürbisgesichter ausgeschnitzt.
Jetzt komme ich zu der anderen Kartoffelsorte und genau wie bei der vorherigen Kartoffel habe ich zuerst die Kartoffel in Scheiben geschnitten und mit Hilfe einer Spritztülle habe ich mir die Geisteraugen ausgesteckt und mit dem Messer den Geist eine Form gegeben. Auf einem Backblech habe ich dann die Kartoffelfiguren schon verteilt. Und mit einem Pinsel habe ich die Kartoffeln mit Öl bestrichen, gesalzen, Rosmarin dazugegeben und Knoblauch und für ca. 30 Minuten beim 200 Grad den Backofen. Nach 30 Minuten sind meine Geisterfiguren nun fertig und kann verspeist werden. Das nächste Rezept ist das selbstgemachte Spinnenbrot und dafür brauchen wir 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel Zucker, 360 ml warmes Wasser, eine Küchenmaschine, 550 Gramm Mehl und ein Würfel Germ. Als erstes vermischen wir Wasser mit Zucker, Salz und Germ, den ich davor zerbröselt habe. Anschließend habe ich das Mehl hinzugefügt und mit der Maschine geknetet, bis alle Zutaten sich miteinander gut vermengt haben. Olivenöl dazugeben und weiter kneten, bis der Teig nicht mehr pickig ist. Danach habe ich den Teig mit einem sauberen Tuch abgedeckt und für circa eine Stunde ziehen lassen. Nach einer Stunde ist mein Teig schön gewachsen und werde dann gleich weiterverarbeiten. Mit einem Schaber habe ich den Teig von dem Behälter abgelöst, danach den Tisch mit Mehl bedeckt, so dass der Teig nicht auf den Tisch picken bleibt. Bei der Weiterverarbeitung des Teiges habe ich mir meine Assistentin mit sauberen Händen dazu geholt und den Teig noch ein bisschen durchgeknetet. Danach habe ich den Teig portioniert, so dass ich den Kopf, die Beine und den Körper daraus machen kann. Nachdem ich alle 4 Spinnenbeine vorbereitet habe, wir haben hier 4 längere Beine für hinten und 4 kürzere Beine für vorne. Kopf habe ich schon auf einem Backblech platziert. Der Körper auch mit der Hand formen, bis er eine schöne runde Form hat. Danach habe ich den Körper auf dem Backblech so positioniert, dass die Beine zwischen den Kopf und Körper dazwischen reinpassen. Die Spinnenaugen habe ich aus einer schwarzen Oliven gemacht und gleich danach für ca. 30 bis 40 Minuten beim 200 Grad vorgeheizten Backofen reingegeben. In der Zwischenzeit werde ich die Beilage für die Spinne vorbereiten. Nach ca. 40 Minuten Backzeit ist meine Spinne nun fertig und werde für ca. noch 10 Minuten abkühlen lassen. Nachdem die Spinne gut abgekühlt ist, werde ich ihn aushöhlen und mit veganer Liebtauer einfüllen. Danach habe ich die Spinne mit ein wenig Paprikapulver und schwarze Oliven dekoriert und natürlich die ganze Beilage dazugegeben. Meine Spinnenbrot ist jetzt fertig und kann verspeist werden. Das nächste Halloween-Rezept ist Dracula gefüllte Eier. Und dafür brauchen wir 4 Eier, eine halbe klein gehackte rote Zwiebel, 2 blaue Kartoffeln, ein Avocado, ein wenig Salz, ein wenig Pfeffer, einen Teelöffel Olivenöl. Nachdem ich die Eier für ca. 10 Minuten im Wasser gekocht habe, habe ich sie wieder für 5 Minuten im kalten Wasser abkühlen lassen. Aus dem blauen Kartoffel habe ich mir ein paar Dracula-Flügel zurechtgeschnitten und als Chips in Airfryer frittiert. In der Zwischenzeit werde ich die Eier vorbereiten und zwar zuerst die Eier schälen. Danach die Eier halbieren und das Eigelb rausholen, Avocado dazugeben und gut miteinander vermengen.
Jetzt kommt der Zwiebel rein und wir werden auch mit der Masse vermengen. Und zum Schluss Öl und Salz und gut miteinander verrühren. Danach habe ich die Eier mit der Avocado-Masse befüllt. Ups, ich habe fast vergessen. Für die gefüllte Eier brauche ich zum Dekorieren auch ein Stück roter Paprika, aus dem ich Dracula-Zähne daraus machen werde. Jetzt werde ich die gefüllte Eier mit den Kartoffelchips dekorieren. So meine Lieben, die gefüllten Eier sind nun fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zubereiten und eine wunderschöne Halloween-Party. Das nächste Rezept, die bei einer Halloween-Party nicht fehlen darf, ist eine kalte Platte. Und das sind die Sachen, die ich für meine Platte verwendet habe. Aber ihr könnt natürlich auf eure Platte darauf geben, das, was euch am besten schmeckt. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ich meine Platte gemacht habe. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und viel Glück beim Zubereiten. Als erstes habe ich aus einem Avocado und zwei Knoblauchzehen eine Guacamole daraus gemacht und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Danach habe ich aus der Käse ein paar Figuren ausgesteckt. Danach habe ich die Wurst klein geschnitten und damit die Platte dekoriert. Nun ist meine kalte Platte fertig und wünsche euch ein Happy Halloween!